Lord, give me grace in dancing feet and the power to impress. Lord, give me grace in dancing feet. Let me outshine the moon. Is it so wrong to crave recognition? Second best, runner up. Is it so wrong to want a warning, to want more than is given to you, than is given to you? Till I make me unstoppable, and I will charm, I will slice, I will dazzle them with my. Greifswald, 1. Juli 2006. Unter strahlend blauem Himmel sollte das Wissen auf dem Campusgelände mal nicht locken, sondern gehörig rocken. Auf dem vom AStA organisierten Uni-Festival gaben sich national und international bekannte Hip-Hop, Rock, Pop und Indie-Größen die Ehre und lieferten ein breites Musikprogramm. Wir haben 3 der 5 Acts mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Auf euch warten Cosmic Casino, Daniel und Chikinki. Ein Highlight des Festivals waren die Jungs von Cosmic Casino. Die 4 bayerischen Indie-Rocker überzeugen mit ihrem individuellen Stil, einer Mischung aus Emo und Indie-Rock. Das kommt nicht nur in Deutschland gut an. 2005 wurden sie mit dem European Tour Support ausgezeichnet. Weil zeitgleich auf dem Marktplatz die WM übertragen wurde, mussten sich die 4 leider mit einem eher kleinen Publikum begnügen. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ich verstehe es ja, dass man lieber Fußball schaut, als sich eine Rockshow anzuschauen. Und ich hätte England, Portugal gern gesehen, obwohl ich normalerweise gar kein Fußballfan bin. Aber die Location ist sehr schön, finde ich, und das Essen auch. Ihre Geschichte begann übrigens im legendären Atomic Café, wo Markus Schäfer, der heutige Bassist der Kosmischen Brüder, dem ambitionierten Sangesmann Richard Görlich über den Weg lief. Der Münchner Indie-Tempel war schon die Geburtsstätte für Musikgrößen wie The Hives oder die Sportfreunde Stiller. Unser erster Song, den wir heute auch gespielt haben, Microsoft, der ist als allererstes im Atomic gelaufen und da hat der Manager von den Sportfreunden den gehört und hat uns daraufhin auf seinem Label veröffentlicht. Genau. Und daher kommt auch die Verbindung zu den Sportfreunden, mit denen wir auch schon viel auf Tour waren und so. Das erste Album Be Kind and Be Cause erschien 2005 beim Independent-Plattenlabel Stickman Records. Darauf folgten Touren en masse und jetzt das neue Album Ballads for Bastards. Zeit für eine Auszeit, findet Rich. Das neue Album ist bei uns gerade raus und wir brauchen mal eine Pause voneinander, haben wir beschlossen. Wir sind uns so auf den Sack gegangen im Bandbus. Es gab Schlägereien en masse. Das Übliche halt. Ja. Und jetzt müssen wir uns mal 4 Wochen nicht sehen. Oder 8. Oder 12. Bandinterne Zwistigkeiten waren den Bayern auf der Bühne aber nicht anzusehen. Und auf das Aftershow-Programm freute man sich natürlich auch. Ich bin großer absoluter Beginner-Fan, deswegen will ich es jetzt unbedingt sehen. Und dann kommt noch eine Band, mit der wir schon zusammen gespielt haben, Chichinki. Und genau. Und dann gucken wir uns Greifswald an. Ja, moin moin, das hier ist Hamburg, so sieht das aus und wir grüßen Greifswald und Moritz TV. Mein Name ist Daniel, Hamburg City, viele Grüße, Peace. Nachdem Jan Delay 2005 in Eldena auf dem Students Festival auflegte, hatte sich sein Beginnerkollege Dennis Deutschland alias Daniel ein Jahr später natürlich nicht nehmen lassen, auch in Greifswald vorbeizuschauen. Daniel ist momentan mit seinem neuen Soloprojekt The Daniels unterwegs und hat sich zum ersten Mal und nicht ganz vorurteilsfrei in die kleine Hansestadt begeben. Greifswald kenne ich, glaube ich, nur so klischee-mäßig, den Namen so, Greifswald. Denkt man auch nicht gerade irgendwie dran, wenn man irgendwie denkt, man möchte in Urlaub fahren oder so, in erster Linie. So. Aber war geil, besonders man hat ja immer so Vorurteile und Klischees. Ne? Dann denkt man irgendwie, man fährt nach Greifswald und
Weil ich jetzt noch den Baseballschläger mitnehme, so ungefähr, so völlig bescheuert. So. Und dann kommst du hier hin, wunderschöne Stadt, also eine kleine Stadt natürlich, aber wunderschön. Die Leute sind super cool, waren nicht so viele so, aber die Leute waren alle am Start, hatten alle einen guten Musikgeschmack, denn sie mochten meine Musik so. Und es war alles gut. Gute Organisation, muss ich auch sagen. Echt, also ich dachte so, okay, so ein Studentending, so mal gucken. So. Da gibt es dann halt so, keine Ahnung, Mate-Tee. Und keine Ahnung, irgendeinen anderen Mensa-Kram oder so. Aber es war richtig geil, so war alles fett. Auch wenn die Beginner momentan auf Solopfaden unterwegs sind, wird sich das Hip-Hop-Trio auf keinen Fall auflösen. Ein neues Album von Daniel, Icy Ice und DJ Matt ist in Planung. Jetzt kommt Jan erstmal mit seinem Überalbum so und damit wird er auch ein Jahr zu tun haben, glaube ich, um das Ganze so zu vermarkten, Festivals zu spielen und das Videos und Interviews und der ganze Kram so. Und wenn er dann damit fertig ist, dann werden wir wieder zusammen eine Platte machen. In der Zwischenzeit will sich Daniel in den verschiedensten Bereichen ausprobieren. Er schreibt zum Beispiel für TKKG-Hörspiele oder die Taz. Und wäre sogar bereit, für Yvonne Katterfeld den Songwriter zu spielen. Na dann, peace. Hello German viewers, we are Chicken Key. And you're watching Moritz Tepal. ...1997 treffen in Bristol fünf Mitzwanziger aufeinander. Sie kommen aus den verschiedensten Ecken Großbritanniens und gründen in einem gemeinsam angemieteten Haus eine Männer-WG. Da alle Männer die Liebe zur Musik teilen, gründet man umgehend eine Band. Es folgen drei Alben und Touren durch ganz Europa. Deutschland kennen sie mittlerweile wie ihre Westentasche. We spent about 4 months here just before Christmas and we were here before that. And this time we've been here about 3 weeks. This is actually the last gig of about 3 weeks. So we're down to our very last clothes and we've run out of socks. And we're kind of getting sick of schnitzel and Käse and Schinken, but apart from that, it's lovely. We like touring Germany. Die Musikverrückten opferten für die Band sogar kompromisslos ihre bürgerlichen Karrieren. Schlagzeuger Stevie Bond ließ den Job als Formel-1-Wagen-Designer sausen und Gitarrist Ed Harris verließ die eingeschlagene Militärlaufbahn. Die fünf wollten was Echtes und Großes machen. Hinter ihrem einzigartigen Gitarren-Elektro-Sound steht deshalb kein genialer Produzent. Ihr individueller Stil entstand einzig und allein im Proberaum. Man orientierte sich dabei aber auch an anderen Bands. We're more influenced by bands like Adam to X or Broadcast. York and people beginning with A and B, basically. we've only got Beck. That far through the alphabet. Nach monatelanger Tourerei durch Deutschland haben die britischen Spaßvögel natürlich das ein oder andere Wort dazugelernt und gaben uns einen kleinen Einblick in ihren überaus breiten Wortschatz. Deine Mutter schwitzt beim Scheißen. and that's possibly the rudest phrase I've learned so far. We've learned things like doodle sack, which is not very useful at all. I've never had to use it in normal conversation. Zahnpasta. Zahnpasta. Pilsner. Pilsner. That's all we need. Zahnpasta und Pilsner, it's the touring life. Ihr wart nicht dabei und seid jetzt ganz doll traurig? Kein Grund zur Depri-Stimmung, denn auch in diesem Jahr wird der Campus gerockt. Merkt euch den 7.7.2007 und feiert mit dem Sieger des Kontaktwettbewerbs Fertig los, Roman Fischer und vielen mehr. Bis dahin drückt brav die Unibank.